Hey Leute, ihr seht richtig, das Ganze hier ist ein Re-Upload, sprich, ich habe dieses Video schon mal hochgeladen und ich muss es noch einmal hochladen, da mir ein schwerwiegender Fehler unterlaufen ist und ich kann nur sagen, dass es mir leid tut, da ich eventuell Leuten einfach die Chance genommen habe, an dem Gewinnspiel teilzunehmen. Darum nochmal ein ganz großes Sorry, da ich aus Versehen das Video gelöscht habe. Ihr werdet sicherlich fragen, wie ich das gemacht habe, beziehungsweise wie es zustande gekommen ist, dieser Fehler, dieses Missgeschick. Ja, ich kann es euch sagen, ich wollte eigentlich private Videos löschen, die darunter gelistet waren, aber ich habe aus Versehen auf das falsche Video geklickt, auf das Gewinnspielvideo, was gleich im Anschluss folgen wird. Also bleibt dran und macht einfach nochmal mit. Und dann ist es auch schon passiert. Ich habe es gelöscht und ich kann wirklich nur, es tut mir leid, sagen, dass ich eventuell Leuten die Chance genommen habe, ja, zu gewinnen, weil die vielleicht auf dieses Video gar nicht mehr reagieren werden, weil sie keinen Kommentar vielleicht drunter schreiben können, weil die Zeit abgelaufen ist, da ihr ja natürlich logischerweise jetzt weniger Zeit habt teilzunehmen und darum nochmal. Es tut mir leid und schaut euch das Video entweder nochmal an oder schreibt direkt Hashtag Pokemetropole ja in die Kommentare, macht beim Gewinnspiel mit und vielleicht gewinnt ihr ja. Mal schauen. Wir sehen uns. Hey Freunde, was geht? Mein Name ist Vanza und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal, beziehungsweise zu einem weiteren Battle mit und gegen die Pokémon-Metropole, einem Discord-Server, wo ich und noch ganz viele andere Poketuber, normale Leute und Pokémon-Fanatiker, sage ich jetzt einfach mal, sich drauf befinden. Link dazu ist unten in der Videobeschreibung, sowie der Link zum neuen Instagram-Account, der erstellt wurde von der Pokémon-Metropole. Da wird beispielsweise auch die Karte des Tages präsentiert und noch andere Sachen, damit ihr einfach up to date bleibt. So Leute, kommen wir nun zum wesentlichen Teil dieses Videos, denn das Ganze ist in Form eines Gewinnspiels aufgebaut. Ihr habt richtig gehört, ihr habt die Chance, etwas zu gewinnen. In dem Fall ist es bei mir das wundervolle Celebi-Blister. Darum sind auch zwei im Hintergrund zu sehen, nicht weil ich schummeln will, sondern weil das eine verlost wird und das andere gewertet wird für das Blister-Battle. Und ja, diese Aktion wird durchgeführt, weil die Pokémetropole ein Jahr alt geworden ist. Sie wurde letztes Jahr nämlich am 29.10.2018 gegründet und feiert darum auch einjähriges Bestehen und Jubiläum in Form eines Gewinnspiels. Die anderen Teilnehmenden des Blister Battles machen natürlich auch mit. Da habt ihr nochmal die Chance, etwas zu gewinnen, wenn ihr bei mir beispielsweise auch leer ausgeht. Alle Links zu den anderen Leuten findet ihr unten in der Videobeschreibung und ja, zuerst schauen wir einfach mal, was ihr gewinnen könnt. Wie gesagt, dieses wundervolle Celebi Blister, was man hier nicht fokussiert sieht, liegt einfach daran, dass die Softbox ein bisschen reflektiert, aber nun gut, ihr kennt den Aufbau eines Blisters, da sind drei Booster Packs, eine Grandiras Münze in dem Fall und eine Victini GX zu finden und das legen wir einfach mal dort hinten hin. Das könnt ihr gewinnen und wie erfahrt ihr am Ende dieses Videos und wir schauen erstmal das Blister an, das wir heute aufmachen. Wieso Victini? Ganz einfach gesagt, Victory-Zeichen, Victory, Victini for the win, sage ich dazu einfach mal. Auf Lateinisch Victor der Sieger und Victoria der Sieg, aber nun gut, das auch als kleines Trivia-Wissen oder auch als kleinen Crashkurs. Wir machen das Ganze jetzt einfach mal auf, weil ich echt verzweifelt bin. Ich bin super lange jetzt schon an dieser Rede. Und kann nun endlich diesen Spaß hier, diesen Lachs aufmachen und das auch wirklich elegant nicht. Okay. Das zu Boosterfetzen, Blisterfetzen würde ich eher sagen. Das sieht hier aus wie ein Schlachthof. Nun gut, wir haben hier das Ganze jetzt aufbekommen. Wir müssen das hier noch ganz kurz entfernen. Dann haben wir hier die Münze oder auch nicht. Dafür die, oh Mann, Codekarte und Promokarte. Nein, auch nicht. Boah, das wird jetzt ganz ekelhaft. Oh, doch nicht. Gut. Egal. Grandiras Münze habt ihr wahrscheinlich schon gesehen. Fokussiert nicht, weil es so reflektiert, aber das werde ich jetzt nicht weiter ausführen. Ihr habt hier in diesem Blister noch eine Codekarte. Ich zitter total, weil ich mega aufgeregt bin.
Und ja, hier habt ihr nochmal das Bikini zu sehen mit Victory-Zeichen und Flackern. Ich finde, das ist eine recht coole Karte, die nicht geehrt wird, indem der Fokus nicht fokussiert. So, da habt ihr das Ganze. Und natürlich drei Welten im Wandel Blisters. So, mit den Trio, mit dem Duo und noch einmal mit dem Trio. Ich werde die jetzt nicht alle benennen, weil ich wirklich am Ende des Lateins, meines Lateins bin. Wortwörtlich, weil ich nicht Latein mehr habe. Ich habe mein Latinum und weil ich jetzt nicht in Latein sprechen möchte. Hier ist die Punkteverteilung. Das lege ich einfach mal unten hin, damit man das nochmal mitverfolgen kann. Das Victini daneben. Und dann starten wir auch schon mit, ich sag mal, Turtok und Plinfa als Tag Team. Und wir schauen einfach mal dann, was wir so bekommen können. So, machen hier den Kartentrick und starten das Battle mit Leufeo. An dieser Stelle nochmal für alle anderen Teilnehmenden ganz viel Glück wünsche ich euch. Wir haben hier ein Leufeo, Flabébé, Seemops, Latein, Nazu, Mebrana, Energie, Erika, Blitzer, das sieht richtig schön aus. Ends Entschluss, eine gute Karte, Mauzi, Alola Mauzi, um genau zu sein, leider kein Punkt, aber dahinter haben wir ein Marshadow. Beim ersten Booster Pack sind wir leer ausgegangen, aber wir haben ja noch zwei Stück. Das richte ich nochmal schön und ja, nehmen wir hier diese Baby-Pokémon. Vier nach vorne oder hinter den zwei und wir haben hier einen Rotomorph. Tangela, ein trauriges Evoli, Zwirlicht, Schallquapp, Energie, entschuldigt mich dafür, es ist unfassbar spät, Zugenergie, unbekanntes Fossil, ein Galopper, Algit als Reverse-Karte und dahinter haben wir ein Galagladi-Holo, unser erster Punkt, das sieht doch echt schön aus, Doppeltyp und Kraftwirbel, wow, wenigstens eine Holo. Und auch nicht leer ausgegangen. Also das kann man zum Glück sagen. So, das richten wir nochmal schön an. Und dann haben wir auch hier unser letztes Booster Pack mit dem, ich sag mal, Zeitentrio. Dialga für die Zeit und... Okay, das war richtig dumm. Ich sag mal das Trio. Dialga für die Zeit, Palkia für den Raum und Arceus einfach als Gott. Oder Gottheit. Ihr bekommt hier einmal den Code und dann machen wir mal den Kartentrick. So, wir haben hier im letzten Booster ein Onix, Floink, Alola Sandern, Schnäppke. Boah, mach hier alles unordentlich. Smogon, Energie, Lilis Puppe, Brachium oder Dratium Z, Arantanestro. Ist die schön! Magnetilo und Major Bob. Das gibt, glaube ich, drei Punkte für die Trainer Full Art Reverses. Heißt, wir sind bei vier Punkten und dahinter haben wir noch ein Willi. Schade, aber unsere erste Trainerkarte auf diesem Kanal. Vielleicht werden noch andere Folgen mal schauen. Hier als kleiner Spoiler. So Leute, hier habt ihr nochmal die Pulse zu sehen in Form von Galagladi Holo und Magnetilo Major Bob Secret Rare Reverse Trainer Full Arts, irgendwie sowas. Ich weiß gar nicht, wie diese Rarität heißt. Auf jeden Fall ergibt das 4 Punkte und hoffentlich kommen wir damit so weit beim Battle wie möglich. Aber das könnt ihr nur auschecken oder nur wissen, wenn ihr die anderen Videos euch auch anseht. Da macht ihr auch Gewinnspiele und deswegen lohnt sich das doppelt und dreifach. Naja, das waren auf jeden Fall meine Puls vom Battle. Hoffentlich, wie gesagt, komme ich so weit wie möglich. Ich wiederhole mich gerade, weil ich total fertig bin von dieser Aufnahme. Naja, wie ich versprochen habe, kommt jetzt die Teilnahmebedingung für dieses wundervolle Celebi-Blister. Das lege ich einfach mal hinten im Hintergrund hin und es gibt zwei Bedingungen, die ihr erfüllen müsst. Erstens, ihr müsst diesen Hashtag benutzen, der jetzt eingeblendet wird, einfach in die Kommentare posten, Hashtag Pokemetropole, um einfach teilzunehmen, damit ich weiß, hier bin ich will mitmachen, ich habe Interesse an diesem Blister und
Zweitens müsst ihr auf der Pokémetropole auf unserem Discord-Server sein, damit ich einfach mit euch in Kontakt auftreten kann und damit wir auch Informationen austauschen kann im Falle eines Gewinns. Also nochmal wiederholt. Erstens Hashtag eingeben und zweitens Pokémetropole join, damit ich euch kontaktieren kann. So, hoffentlich habt ihr alles verstanden. Ende der Teilnahme ist am Samstag, den 23.11.2019 um 23:59 Uhr. Am Tag darauf, also am Sonntag, am 24., wird dann das Ganze ausgelost, der oder die Gewinnerin, Gewinner. Und im nächsten Video, im regulären Video, das könnt ihr ja am Uploadplan sehen, wird dann das Ganze verkündet, wer denn dieses Schose hier gewonnen hat. Ich hoffe, ihr habt alles verstanden. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann lasst eine positive Bewertung da oder einfach nur eine Bewertung da und haut da rein. Bis zu den nächsten Videos. Ich wünsche euch viel, viel Glück bei den ganzen Gewinnspielen und ciao!